Bin jetzt gerade live auf Twitch. Ich werde gerade ein bisschen Destiny 2 spielen. Es kommt auch auf Video. Das ist mit als Let's Play. Spaß. Ist natürlich nur ein Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video. Heute werden wir nur in der Stadt chillen, weil ich überhaupt keinen Bock mehr auf Destiny 2 habe. Ich werde trotzdem Videos rausbringen, keine Sorge. Alles wird gut. Ich mag das Spiel trotzdem einfach. Vielleicht habe ich nur so eine kleine Downphase, war bei Minecraft auch so. Und jetzt mache ich es trotzdem. Ich muss nur einfach immer weiter durchziehen. Genau. Das ist das, was daran so stört. Deswegen starte ich auch jetzt hier schon das Video, weil ganz einfach, ja, genau, weil ich ein langes Video brauche und will und haben will und ja. Das ist genau das. Genau. So. Puh, oh, scheiße. Sorry. Oh. Mann. Corona halt. So. Willkommen bei Destiny 2. Oh. Was ist denn heute los? Okay. Was auch immer das war, ich hab's nicht gecheckt. Weil ich es auch nicht durchgelesen habe. Okay. So. Navigator Sternen. Da haben wir eigentlich immer, haben wir immer noch die Quest. Ja. Todeszone. Müssen wir auch noch hinreißen. Wo sind die? Todeszone. Das können wir in der nächsten Folge machen. Okay, Leute, also wir machen jetzt schon mal den Plan. In dieser Folge rüsten wir uns noch komplett für das aus. Dann versuchen wir von hier bei der europäischen Todeszone. Guck mal, das kann man jetzt auch schon spielen. Ja, halt weiterzukommen und versuchen halt dort das zu besiegen, keine Ahnung. Dann können wir noch mal eine Vorhut in der übernächsten Folge machen, Vorhut Strikers, damit wir noch mal Level für hier alles kriegen und dann können wir hier diese weiteren Dinger noch machen und dann sind wir eigentlich schon fertig mit dem Let's Play. Jetzt, wenn ich schon wieder so sage, was wir alles machen, da kriege ich schon wieder Lust. Das ist. No. Bäh. Da kriege ich schon wieder Lust auf Destiny irgendwie. Ich habe keine Ahnung. ja, keine Ahnung, warum das so ist. Müssen wir gucken. Das ist auch ein bisschen komisch, ich weiß. Ja, wir gehen jetzt zum Tor. Mal schauen, was da so passiert, lol. Ich will da hinschauen. Nee, da nicht halt. Okay. Reise.
zum Hof. Das werden wir jetzt machen. Null. Okay. Wie geht's denn heute? Wie geht's denn euch heute so? Das würde mich gerne mal interessieren. Wir haben ja heute, was haben wir denn heute? Heute haben wir Montag. Montag müsste das sein. Montag müsste die Folge ankommen, weil ich nehme das jetzt hier schon am Donnerstag auf. Also letzte Woche Donnerstag. Oder warte mal, ich guck mal. Donnerstag, da kommt heute die. Eine Folge kommt heute an. Die sechste Folge kommt heute an. Das war halt die neunte. Am Samstag die siebte. Nee, dann am Mittwoch. Mittwoch kommt die Folge an. und ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Was habt ihr heute so Schönes gemacht? Heute, also da kann man ja schon was gemacht haben, weil wir haben es heute schon 17 Uhr oder habt ihr bis heute 17 Uhr gepennt? Das kann natürlich auch nämlich auch sein. Das kann ich nämlich nicht wissen. Genau. Also ich habe heute an einem wunderschönen Donnerstag, weil wir haben es gerade 15:34 Uhr, habe ich heute bisher an einem wunderschönen Donnerstag einfach gechillt und ein bisschen Schulzeit gemacht und geschnitten und hochgeladen. Ja. Das ist genau das, was ich gemacht habe. Und ja, das ist das Ganze, was ich heute, also was ich wahrscheinlich am Mittwoch dann auch mache. ja. Genau. Jetzt trinke ich noch mal was und dann können wir auch schon reinstarten. Okay, gut. Dann, was werden wir heute machen? Wir wollen heute uns ganz viel ausrüsten. Haben wir irgendwas im Postfach? Verlorene Objekte. Nehme ich alles mit. Schön. Haben wir jetzt was Neues wieder dazu bekommen? Das ist gut. Vielleicht können wir ja unser. Lol, da tanzt einfach jemand. Ja, moin, hallo. Mach doch bei Let's Dance mit. Hey, mach doch bei Let's Dance mit. Soll ich mit G machen? Achso, nee, ich will nicht Interaktion machen. Nee, nee, nee. So, was kann ich bei dir machen? Empfehlung. Achso, das ist der komische Shop, den man hat. Und ich habe einfach nichts. Genau. Das ist genau das. So. Ich kann man das nochmal ausrüsten? Hab's vergessen. Keine Ahnung. So, wir sprechen mal den alten Typen da. Steht auch immer da. Kann das sein? Immer nur da. Okay. Gut, ich wusste zwar. Oh. Ich bin einfach schon. Oh. Da haben wir schon wieder was Neues hinzubekommen. Geil. Achso, mit F1, genau. F1 kann man Charakter öffnen. So, kann ich jetzt schon wieder mein Power erhöhen? Nee, geht's runter. Hier? Okay. Siebenhundertfünfundsechzig. 761. Was sind die 75er? Hier. 768. Kein kleiner Banner, schau. Okay, oh Junge, wie viele Waffen haben wir denn? Ja gut,
damit kann ich auf jeden Fall richtig viel anfangen. Und damit können wir auch wunderbare Vorhut-Strikers-Zeug machen. Was habe ich denn in meinem Inventar? Verbrauchsgegenstände, okay. Charakter, Trumpf. What the fuck, was ist denn das? Trumpfe? Mond. Ach so, das sind die. Genau. So, wie kommt man jetzt hier zurück? Schließen. Schließen. Sammlungen. Was habe ich da? Also, das sind meine ganzen Waffen. Clan. Ich bin noch kein Clan. Okay. Schade. Ich werde immer ausgeschlossen. Nein, Spaß. Okay. Ja. Tresor öffnen. Mann, ich habe immer noch nichts in meinem Tresor. Kann ich da irgendwas? Hallo. Dann nicht. Dann nicht. Okay, wollen wir heute mal wirklich mit jemand interagieren? Ich habe keine Ahnung, was das ist, ob man damit reden kann. Ich habe einfach keinen Plan. Ja, mal gucken, ne? Das würde ich auch gerne wissen, was das ist. Ihr bestimmt auch, aber es sei denn, ihr habt das schon gespielt, dann natürlich nicht. Dann ist das natürlich klar. Genau. So. Gucke ich einfach mal. Ne? Also, wir fangen einfach mal an. Ich suche mir jetzt hier den Herr Remus aus. Einfach. Geh. Feins. Achso, da kann inspizieren, was ist das? Der hat 969 Power. What the fuck? Okay, Digga. Remus, der ist ja komplett übertrieben aus. Remus? Hallo? Ey! Ja, gut, dann reden wir mit Promus. Andere. Ich wollte ihn gar nicht ansprechen. Mann, ich wollte den gar nicht. Ich wollte hier den. Na, hier dich. Dich. Interagieren. Nee, keine. Ach, Mann! Ey! Okay. Gut, dann nehmen wir den Rui Prime. Geh. Komm. Geh. F1. Interaktion. Also, wir wissen auf jeden Fall schon mal, mit ihm kann ich nicht reden. Profile ansehen. Junge, das. Wieso kriegen die so viel? Das ist doch. Ja, jetzt klingelt es auch noch. Also, nee, jetzt klingelt nicht, aber. Ja. Das ist nur die Uhr. Das ist um. Weiß ich gerade nicht. So. Oh gut, ich habe so viel Bock. Lol, kann ihn ansprechen? Hab so viel Bock auf Destiny. Und warum kann ich die Gruppenbrenner schließt Beutezüge ab für EP und begibt dich für wertvolle Rüstung auf Quest. Durch den Abschluss von schmerzige Matches bekommst du Token, die hier gegen Pakete eingetauscht werden können. Achso, okay, also brauche ich Quests, die ich machen muss. Habe ich auch welche. Deswegen reisen wir auch das nächste Mal zur europäischen Todeszone. Soll ich euch mal erzählen, was für nächste Let's Plays kommen? Und soll ich mal erzählen, wie viele oder komm, ich erzähle euch erstmal, wie viel ich abonniert habe. Ratet mal. Ratet jetzt mal in den Kommentaren. Ich gebe euch 10 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, die letzte Zahl heißt 10. Okay, das sollte reichen. Ich habe einfach 748 Kanäle abonniert. Also ich glaube ernsthaft nicht, dass das jemand errät. Wenn ja, dann würde ich das denjenigen eh nicht glauben. Von daher, ja,
Ja, so. Ich finde schade, dass Modado noch unregelmäßige Videos bringt. Warum ist jetzt ein Kind bei uns? Da liegt einfach ein Kind. Ja gut, Digga. Kein Plan, was das war. Aber ja gut. Ja, ich finde es schade, dass Mordado unregelmäßige Videos bringt. Vor einem Tag, vor 2 Tagen, vor 4 Tagen, vor 6 Tagen, vor 6 Tagen, vor einer Woche. Ah, belastend. Er hat so viele Projekte, Animal Crossing. Jetzt hat er ja noch YouTuber Ratten. So. Und Planet Zoo und Ori. Kann er doch alle wunderbaren Let's Plays jeden Tag so machen. Wie ich. Ich bin auch so der geile Let's Player. Der zieht einfach durch. Freunde, wollen wir wetten, dass ich mehr Videos habe als Basti GAG? Wollen wir wetten? Ich guck mal, wie viel Basti GAG hat. Basti GAG hat 844 Videos und ich habe. Ich habe 1280 Videos. Ja gut, da kommen heute auch noch oder morgen ein paar dazu und die nächsten Tage. Aber na gut, seid jetzt auch nicht so das große Problem sein. Wenn ich habe mehr Videos als, keine Ahnung, Mr. Morgan glaube ich eher nicht. Der mit Sicherheit ein paar mehr, denke ich. Aber YouTube Arian könnte ich mir vorstellen. Habe ich viel mehr eigentlich. Ja, Arian hat 191 Videos. Also das ist echt nix. Aber der macht auch keine Let's Plays. Ich habe mehr Videos als Mo, denke ich. Mo. Er hat nämlich nur 1029 Videos. Ich habe mehr als Hey Moritz, glaube ich. Also das könnte spannend werden, denke ich. Ja, Herr Moritz hat 1119 Videos. Früher, da habe ich mir zwar nicht seine Vlogs angeguckt, aber ich habe immer seine Videos angeguckt, wie viele Videos der hat, und ich habe mich versucht, immer mit ihm gleich zu messen. Und seitdem er keine Daily Vlogs mehr macht, habe ich natürlich mehr Videos als er. Ich mache ja jeden Tag für 2 Videos am Tag oder so, und der macht nicht mal jeden Tag eins. Und ja, das ist auch schon ein bisschen belastend für den für Moritz. Okay, ja, so, ich finde es schade, dass für manche Let's Plays ausgestorben sind, weil Let's Plays sind doch ganz entspannt. Du kannst alles machen, du, ne? Das ist so geil. Ich plane auch bei Iron Danger zu Let's Play. Leute, hier oben war ich ja noch gar nicht. Ich wusste nicht mal, dass es hier wohl doch eigentlich schon. Müsste ich doch schon gewesen sein. Mal gucken, wer hier so ist. Oh, kann man den hier sprechen? Ach, nee, das ist nur. Ah, hier ist ein Bolzball. Komm, schieß den auch noch. Schieß ihn. Ha. Oh, ich da auch noch. Nee, nee. Aber ich finde es wirklich schade. Früher hat Pete's mit Let's Plays. Oh. Dann, wer hat noch Let's Played? Ja, eigentlich alle. Jetzt streamen die meisten nur noch. So, ich muss mir mal das Leben nehmen. Oh, ich kann ja. Wow. Und. Aber ja, gut. Selbst früher hat. Weiß nicht, wir hatten früher noch Let's Play. Früher hat Revi Let's Play. Mit seinem Computer Sex Simulator. Ich meine, Kronk macht's immer noch. Aber selbst Gamers Time, der spielt eigentlich nur noch, ja, er macht halt nur noch Twitch-Livestreams und schneidet. Das finde ich halt nicht cool. Ich finde, man sollte alles in eine wunderbare volle Länge haben.
Pizza macht das ja so quasi manchmal so, wenn die so eine richtig lange Folge haben und wollen das mal schneiden, beziehungsweise ja, und dann kann man auf pizza.de gehen und da kriegst du halt die ganze Folge. Und sowas finde ich ist auch geil. Können wir gucken, was heute abgeplant von Pizza wie das. gucke ich eigentlich jeden Tag drauf, weil das sind meine Lieblings-YouTuber und warum soll ich da nicht drauf gucken, ne? So. Das ist immer meine Frage, die ich da so hab. Aber gut, ne. Ah, heute ist wieder Kochtag. Geil. So. Guten Morgen, Donnerstag ist recht kochen, ja. Jeden Donnerstag kommt wieder Kochvideos. 20 Uhr. 14 Uhr Rock of Ages. Ist okay. Okay, 18 Uhr verstecken in Rainbow Six und Pizza mit kocht. Ja. Ist okay. Ist ein Schmack auf den Tag. Ja, mir zwar nur höchstwahrscheinlich Pizza mit kocht anschauen. Aber ich werde überall trotzdem ein Like geben. Das ist Pizza mit Liebe halt. Kann man sagen. Ja. Okay, gut, will ich aber auch sagen, nein, jetzt bin ich ja nicht das Video. Wusstet ihr, dass einfach Leverkusen Interesse an einen Weg, also an Götze interessiert ist? Junge! Also, das check ich halt nicht, warum. Warum Götze? Ich meine, ich mag Götze. Götze ist ein guter Spieler, kann man auch sagen, aber nicht, also der momentan bringt der nichts, oder zumindest er könnte was bringen, aber niemand setzt ihn ein, zumindest bei Dortmund nicht, der kann das nicht zeigen. Und ja, mal, das keine Ahnung, ne? Da müssen wir gucken, aber ich würde an Leverkusener Stelle den überhaupt nicht holen. Sorry, Kötze. Du bist echt ein Fußballer. Ein richtig guter Fußballer, meinte ich. Ein sympathischer Typ, aber ja, da bringst du seine Leistung nicht. Aber man hat ja jede seine eigene Meinung. Okay. Ja. So. Was wollen wir denn? So. Cool. Immer ein neuer Morgen, genau. Eigentlich müsste ich, warte mal, ich müsste ja wir meine Sachen hier drin haben, ansprechen. Ne, schade. Ich dachte, weil ich vorhin gestorben bin, müsste ich wieder ein paar Sachen drin haben. Jetzt muss ich mal einen kurzen Schnitt machen. Ja gut, das ist einfach mein Dings abgestürzt, egal. Reise jetzt noch mal schnell dahin und dann beende ich auch das Video. So. Reisen. So. Okay. Okay. Gut. Ja. Komm, wir gehen noch mit denen hier.
Spaß. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen, so vom so Großen und Ganzen her. Warum hat der gerade gelabert? keine Ahnung. Ja. Ich würde sagen, das war's mit dem wunderbaren kleinen Video. Jetzt bin ich aus Versehen nochmal darunter gesprungen. Ein Missgeschick, genau. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem wunderbaren Video. Video. Und ja, das war's dann auch so. Mit dem Video. So, kann man hier runter? Lass uns das nochmal abchecken. Okay, man kann hier nicht runter. Nein, ich wollte das nochmal abchecken. Aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Kann man hier rein? Nee. Tja. Okay, wir sprechen jetzt nochmal mit dem Typ da hinten. Und dann beende ich dann wirklich das Video. Hi. Okay, der. Oh, ruf er hin. Nice. Okay, ja, da würde ich jetzt aber auch wirklich sagen, wir sind jetzt schon ganz schön lang, das Video vielleicht. Ich bin nicht sicher, ist das lang? Ist das nicht lang? Auf jeden Fall, nächste Folge wird wieder definitiv lang und übernächste auch. Kann ich euch versprechen. Ja, eigentlich ist das ja lang, 25 Minuten ungefähr. Aber ja, nun gut, ne? Das soll jetzt einfach nicht stören und dann ja, bla bla bla. Gut, dann würde ich jetzt aber sagen, das war's mit dem Video. Und ich bedanke mich dann und sage ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. Okay, warte, wir machen noch die Filme.